Müssen wir das jetzt vorlesen? Ja. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Niemals. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Ich würde auch sagen, wir finden eine andere Lösung. Wir werden jetzt einfach mal diesem kleinen Stellvertreter da mal sagen, dass er den Laden schmeißen soll. Richtig. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir reden jetzt erstmal mit dem Typen. Wo ist der? Das bringt uns alles nichts. Wir reden jetzt erstmal. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt. Das ist Ariel T. Loke. James. Kaida. Dr. Michelle. John Dumbaum. Mit dem müssen wir noch. Da müssen wir auch noch hin. Dann zu der Botschaft. Moment. Zane. Frachtraum A. Ja, da gehen wir jetzt hin. So, ich hoffe mal, ganz schon rum. Ja, ich hoffe auch mal, dass wir bald wieder ein bisschen actionlastigeres Gameplay reinkriegen. Also, ja, also so ein bisschen jetzt für den Geist und nicht für das Auge eine Folge. Eine Folge? Das sind schon mindestens 10 Folgen. Ja, und? Stimmt. So, also der ist im Wartebereich. Dann schauen wir doch mal, ob wir den dazu überreden können. So. 5. Okay, ganz hinten beim Garrus ist der also. Was macht ein Söldner bei den Turianischen Verwundeten? Keine Ahnung. Diese Eclipse-Anführerin meint, er wäre eine willensschwache Kröte. Keine Ahnung, vielleicht ist er eher so einer, der besser mit allen klarkommt als, sag ich jetzt mal, seine Artgenossen. Vielleicht nicht so absolut durchgedreht ist. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Ich würde mal sagen, Sie brauchen Sedaris gar nicht, oder? Nö, warum auch? Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Das war einfach. Ja, also so willensschwach hat er mir nicht gewirkt. Nee, nicht wirklich. Der hat sofort durchgegriffen und gesagt, okay, Leute, bereit, Mann, es gibt Ärger. Und dann hat er auch sofort seine Chance gesehen. Ist ein aufgewecktes Kerlchen. Ich würde einfach sagen, die... Sedaris betrachtet ihn ja nur als willensschwache Kröte, weil er wahrscheinlich nicht so ein Wahnsinniger ist wie sie. Am besten. Die Freilassung von Sedaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Aria T. Loke, verrückt. Ja. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. So, können wir jetzt nochmal mit der sprechen? Nee. Glaubt. Schade, das wäre lustig. Also, wir sind aufgestiegen, dann können wir doch mal gucken. Oh, da geht nichts mehr. Kampfmeister könnten wir. Oder wollen wir mal was auf was anderes Geld? Vielleicht Granaten? Nur 2 Punkte? Nee. Ich werde dafür, dass wir den Kampfmeister nochmal hochtreiben. So. Waffenschadensbonus oder Reputationsbonus? Ruf. Bin ich dafür. Würde ich auch sagen, Ruf. Ich meine, es ist ja immer noch ein Rollenspiel und der Ruf würde uns mehr bringen. Das heißt, sind wir den Kämpfen ja immer super klar gekommen. Richtig. So, das haben wir jetzt auch. So, dann haben wir gleich mal ein paar mehr Rufpunkte hier. Und jetzt müssen wir mal schauen. Was sollten wir jetzt noch machen? Gucken wir lieber mal auf der Map vorher. Garrus haben wir schon gemacht, so jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen noch für den Kanik irgendwas finden, das haben wir jetzt noch nicht. Genau, der Hanar. Der Hanar hat Artefakte. Natürlich, wenn wir vom Hanar jetzt festnehmen und die Artefakte beschlagnahmen, können wir sie dem Schwarzmarkthändler in die Hand drücken, dann kriegen wir die Waffe, dann kriegen wir die Blue Suns. Oh, wenn das funktioniert. Wenn das so, funktioniert, jetzt. Büroetage John Dumbau, also wir müssen die nächste dann da hin. Ja. Auf geht's. Hoffentlich funktioniert das. So. Links. Da ist nur, da ist er. Tatsache. So. Zimmerndes? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum tun sie das? Das möchte ich jetzt auch gerne wissen.
Warum versuchen Sie, den Reapern zu helfen? Diese Person befolgt den Willen der Entflammten. Der Proteaner? Nein, das waren falsche Propheten. Ich diene den wahren Entflammten. Sie sprechen zu mir. Die Indoktrination hat anscheinend seiner Denkfähigkeit schwer geschadet. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Ich würde mal sagen, den bunkern wir erstmal ein. Den bunkern schönen wir ein. Gummizelle. Der kommt in derselben Zelle wie diese andere Psychotussel. Genau. Können die sich da die mal können ja zusammen geben. Eine eigene Söldnergruppe aufbauen aus lauter Verrückten. Sie sind wahnsinnig. Und wir lassen nicht zu, dass sie ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Vergessen Sie mich! Stoppen Sie den Upload! Na bitte. Haben Sie es geschafft? Ja, die Hannah sind jetzt sicher. Danke, Shepard. Es war mir eine Ehre. Das war traurig. Oh, Kriegsaktivposten erhalten. Truppen der Hannah und Drell. Ja, die haben eine Art Symbiose. Die Drells sind die Soldaten der Hannah. Ja, richtig. Leben ja auf ihrer Welt, weil ihre eigene Welt zerstört wurde. Sie ist ausgetrocknet. Richtig. Und sind es gab ja Bürgerkrieg. Fertig? Es gab ja Bürgerkrieg. Ich guck jetzt mal kurz. Jetzt haben wir keinen Artefakt bekommen. Scheiße, ne? Ja, das ist halt scheiße. Oh. Kaum geht man. Battlefield 3 Let's Plays. So. Ja. Gibt es irgendwelche Lieblingskarte, die wir für euch zocken sollen? Wir fragen das in einem Möchtet ihr Mass Effect 3 Let's Play. Ja, wer Mass Effect mag, macht Battlefield. Wir machen doch eh alles. Das stimmt nicht. Wir machen alles, was ihr wollt, genau. Richtig. So, da brauchen wir noch Oraka, Ablenker und Citadel, Balabon, Moment. Dranex-System ist das. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das sieht für mich so aus. Ja. Dann würde ich sagen... Gehen wir zurück zur Normandy. Jo. So. Und welche Nebenmission wollen wir jetzt zuerst in Angriff nehmen? Ich meine, wir haben jetzt so viele Hauptmissionen, jetzt zu machen wäre noch nicht so klug. Das stimmt. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen da ruhig arbeiten. Wir lassen es einfach auf uns zukommen und schauen mal, was am nächsten ist. Ist hier noch irgendjemand Bekanntes? Nein, sieht nicht so aus. Aus der Leuchtetussel. Da waren wir ja schon. So, gut, dann gehen wir jetzt zurück auf die Normandy. Ja. Sehr schön. Wollen wir auf dem Deck nochmal mit den... Nee, wir haben jetzt genug geredet. Ja, wir eigentlich schon, eine Mission machen. Ja, aber die Frage ist, gibt es noch wichtige Informationen? Ja, erstmal mit der reden und ich dann. Habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Gut zu wir wissen. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn Sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke, Commander. So, haben wir denn was Neues? Nein, wir haben nichts Neues. Unglaublich. Schade. Wirklich schade. Eines müssen wir jetzt können unseren Facebook-Status ja noch aktualisieren. Stimmt. Gibt es in Zukunft Facebook? Just saving the day. Oh. Because I'm Shepard. Es ist automatisch, brauchen wir nicht füttern. Ich weiß. Koi. Oh, oh Mann, wie hässlich. So, und zwar genau, wechseln jetzt, wir doch jetzt kommt mal unsere Dragon-Rüstung raus. Ja, ja. Wow. Ho, ho, ho. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Symbol von Dragon Age, gell? Ja. Saugeil. Ey, das fällt dir jetzt auf. Aber wenn du mal siehst, die Dinge. Werte sind schon geil auf drauf. Scheiß auf die Werte, die sieht geil aus, die Rüstung. Du bist assen. Also, sind die Werte besser oder schlechter jetzt? Ich glaube besser. Ja, hoffen wir es mal. Egal. Ah, komm, bessere Mucke. Haben wir was anderes? Nein. Was anderes. Ja, das ist besser, das lassen wir. Das ist gar nicht so schlecht. So. Wir haben jetzt hier das Modell der Citadel, das sich dreht. Ey, aber erstmal gehen wir aufs Klo. Nein, es geht nicht Ich mehr. Möchte in diesem Spiel aufs Klo gehen. Es gibt in diesem Spiel kein Klo mehr. Das sagst du doch bloß, weil du nie hingehen willst. Alter.
Kampfinformationszentrum jetzt. So, jetzt schauen wir doch mal. Wo geht's denn jetzt hin? Ja, zumindest nicht mehr hier hin. So, fliegen wir raus. Massenportalsprung. Boah, die Reaper. Boah, die sind vorangekommen. Treffen mit Diplomaten ist Hauptquest. Nee, das ist Hauptquest. So. Der Petra-Nebel. Artefakte finden. Ja, halt. Der erste Artefakt. Minus Ödland. Der Würgestund war auch irgendwas. Würgestund haben wir auch was. Aber wir gehen jetzt erstmal zu den Artefakten. Ja. Und dann können wir ja da auf dem, wenn wir da unten sind, gleich mal auf unser Logbuch zugreifen. Das aus. Stimmt, hast du recht. Wir sind so zukunftsorientiert. So. Wir scannen hier erstmal, würde ich nochmal vorstellen. Ist hier Reaper-Aktivität? Nein. Ja, dann können wir uns ja den Tod ja, scannen. Ja, keine. Doch. Uah. Warte, wir gucken erstmal, ob das richtige System. Nein, ist es nicht. Dann gehen wir doch jetzt erstmal hier. Nee, scan dich jetzt leer. Und dann machen wir diesen Bodeneinsatz, dann haben wir wieder eine leere Anzeige, dann können wir weiter. Das will ich aber für dich hoffen, gell? Signal bestätigt. Ja, siehst du mal. So, erzähl mir doch mal. Was haben wir? Heimatwelt der Batterianer, die sind ja schon überrannt worden. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Und? Pfeiler der Stärke. Das ist ein Artefakt. Mhm. Ja, ist ein Artefakt. Gut, dann können wir ja schon den, Nur 33% Aktivposten haben wir in dem System, egal. Wir gehen jetzt mal hier hin zum Wula. Wula! 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 Professionelle Ausrutscher? Ja. Mehr oder weniger. Betrachten wir. Ah, jetzt. Guck, hier sind wieder. Jetzt können wir jetzt wieder den Todes scannen. So. Hä? Du musst scannen, du Null. Ich kann nicht scannen, weil ich kann scannen. Achso, so scannen, ja. Ich habe etwas gefunden. Ja. Alter! Landen. Ja. Ah, wir müssen nicht mal landen, okay. Noch nicht, ich weiß es nicht. Sehen wir dann ja. Im zweiten Teil hat es ja nur Sonden und Geld gekostet. Als Schwarzmarkt-Artefakt. Das sind die Artefakte, die wir brauchen, ja. Wozu brauchen wir denn im Falle der Stärke? Hm? Das war auch, das war von dem Volus, oder? Ja. Noch einmal scannen? Noch einmal scannen. Und abhauen. Wir gehen dahin und dann noch mehr Artefakte finden. Sonst wäre der Quest weg. Scheiße. Komm, wir gehen zur anderen, dann ja, und dann können wir da wieder hin. Nee, können wir nicht. Wir müssen vorher erst eine richtige Quest machen. Shit. Nein, lass einfach mal drauf. Hast du grad? Ich hab Shit gesagt. Ja. In Randgruppensprache. Signal bestätigt. Oh. 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 Oh, ja, 100 Treibstoff, der ist nicht schlecht, den könnten wir gebrauchen. So, jetzt muss ich mal hoffen, dass hier was Gescheites ist.